Willkommen zurück. Nee, ist ja kein Willkommen zurück auf meiner Ranch. Wir fangen neu an und wir sind auf Schwarzwald oder Black River. So, ja, ich habe mir die Map jetzt ausgesucht. Ich stehe hier wieder mit nichts. Oder gehört der mir? Nö. Warte mal, da ist ein Fahrzeughändler. Gut, ich habe... das war die falsche Taste. Ich habe schon mal eine falsche Taste. Dann drücke ich mal Tab. Ich steige in kein Auto ein. Das heißt, ich habe gar nichts. Bis auf die 1,5 Millionen da oben. Das heißt, wir werden als erstes mal einen Blick auf den Fahrzeughändler werfen müssen. Ich habe jetzt der Autolot gesagt, er soll mal hier was erstellen. Ja. So. Nee, als erstes bräuchten wir mal Land, wa? Als erstes bräuchten wir einen Hof. Das können wir nicht kaufen. Das können wir kaufen, haben wir gesagt. Fressen uns hier frei. Machen das Holz weg. Das sind 136.000. Meins. So. Ich habe jetzt mal die Jahreszeiten ausgestellt. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So, warte mal, was habe ich denn jetzt eigentlich geholt? Wie komme ich jetzt dahin? Wir suchen. Na, das fängt ja schon mal gut an. Wahoo, so. Was haben wir denn hier? Erntereif Raps. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Mähdrescher, wir brauchen einen Trecker und wir brauchen einen Anhänger. Fängt ja gut an. So. Nee, die machen wir zum Schluss. Wir brauchen als erstes einen Anhänger. Da würde ich sagen, nehmen wir unseren altgedienten HW80. Mit dem kommen wir nämlich überall hin. Mit dem können wir alles machen. Und mit dem hatten wir noch nie Probleme. War das der hier? Kann zumindest alles laden. Ich guck mal, ob wir noch den hier hatten. Genau. Kapazität 8000. 11.000. Den wollen wir haben. Ja. Mit dem sollten wir alles machen können. Dann brauchen wir eine Zugmaschine. So, da hätte ich ja am liebsten wieder den Unimog. Oder hier. ZT403. 403 haben sie hier. Den 303 haben sie hier. Den 300er. 305, was ist denn das für ein Doppelreifen? Ah, oh, okay. Ja, gut. Und hier sind sie. Ja. Achso, das ist der MB-Truck. Und der 323er. Mit 100 PS. Das ist ja der MB-Truck. Der große. Komm mal zurück. Achso, richtig. Ja, Unimog ist ja ein LKW. Oh, da haben wir die hier. Warum nehme ich nicht eigentlich so ein? Ja gut, die habe ich noch nicht getestet. Oder ich nehme den bewährten Liersch. Ja, hier habe ich leider zu viele einge... Aber wobei... Wenn ich die jetzt nehme hier, so Kammers... Wenn er denn funktioniert... Ist der eigentlich sehr gut. Und da ist der Unimog, mit dem habe ich die Probleme. Weißt du was? Wir nehmen den großen. Umfärben können wir uns später noch. Stellen uns das Ding jetzt auf den Hof. Danke. So. Gut. Dann Mähdrescher. Jetzt geht's los. An sich. Gleich den ersten. 175 PS. Rostzelmesh.
Kombinationen. Der hat das, kann ich eigentlich alles mitnehmen. Was haben wir noch? Einer, der mir nicht die Haare vom Kopf frisst. Die Leistungsstarken wollten wir ja nicht rausnehmen. Hier ist der Massey Ferguson. Zwar, naja, 200.000, 100.000. Würde ich auch noch bezahlen. Ein Klaas. Oh, das ist ein bisschen groß. Also, das schafft er gar von der Leistung. Na klar, 12 Meter. Das schafft er von der Leistung bestimmt nicht. Wenn, dann so einen kleinen hier. 4,5, 5 Meter, ja. Damit kommen wir hin. Das wäre zum Beispiel ein guter. Was hat er an Leistung? 220 PS. Klaas. Das wäre natürlich auch gut. 228 PS. Habe ich keine Probleme mit. Fortschritt, was macht der? 6 Meter. Frisst alles. Sonnenblumen, Mais. Wäre natürlich eine Idee, aber bei dem kann ich, glaube ich, keinen Strohabwurf einstellen. Da war ja was. Ich würde sagen, ich nehme Klaas. Damit habe ich nie Probleme gehabt. Klaas Dominator, 6000 Liter, 200 PS. Das ist ein guter Kompromiss. Und Kombinationen. Mal gucken bei Klaas. Wäre dann so einer hier. Na ja, gut, 10 Meter ist zu groß. Ich nehme so einen hier. 5, 6 Meter. Ja, sowas hier. Nehmen wir den C600. 6 Meter. Kaufen. Und den hier. So, da haben wir keine Probleme mit. Hoffentlich. Rundum leuchten. Zwei Stück nehmen wir mit. Korntankklappen. Ändert sich da was? Nee. Da ändert sich nicht. GPS brauchen wir nicht. Aufkleber brauchen wir nicht. Die lassen wir erstmal so. So. Aha. Lass mich mal raus. So. Steuerung 0. Hallihallo. Aha. Sehr gut. Also er hat schon mal ein paar Strecken gemacht. Oh. Den verkaufe ich gleich wieder, der piept ja. Wie mache ich den auf? Hallo? Hallo? Bis 20 Uhr. Wir haben es jetzt 8:30. Leertaste war. Nee. Leertaste ist nicht. Leute. Lass mich durch hier. Mache ich nicht auf? Gibt es den Knopf? Fängt ja gut an, die Map. Fängt ja gut an. Opening Hours. 20 Uhr.
Ja. Enter. Zeigst du mir was an hier? Nein. Klickadiklack. Wollen die mir damit sagen, ich soll die andere Map nehmen? Tür öffnen, das geht. Entschuldigt die Leute. Könnt ihr mal vorne das Tor öffnen? Okay. Also eine Werkstatt haben wir? Ja. Ja, toll. Tor auf und Poller davor. Ihr seid mir Helden. Schade, hier kann ich nicht einsteigen. Geht nicht. Das Spiel mag mich nicht. Ey, Leute. Erzählt mir doch nichts. Ja gut. Ich muss ja wohl nicht meine Fahrzeuge jetzt hier auf die Schiene verladen. Fängt dir gut an, die Map. So. Es ist jetzt 8 Uhr Sommerzeit. Wie stellen die sich das vor? Sieh mal durch hier. Aufmachen. Warte mal, ich mach mal die Zeit schneller. Bis 9 Uhr. Ach, sieh an. Ach, sieh an. Seht ihr dort diese 9? Ja. Das da ist die neue 9, nach der Rechtschreibreform, nach der neuen. Und ich nehme mal an, dann steht hier unten, keine Ahnung, 18 Uhr oder sowas. So. Okay. Ach, das muss ich jetzt. Das meiste davon werde ich aber offscreen machen. Das meiste werde ich offscreen machen. Vor allem, weil ja hier noch nichts eingestellt ist.
Wo stelle ich denn ein? Linienhöhe, genau, über dem Trecker. Danke. Was? Ohne Speichern schließen? Ach so. Anwenden. So. Genau. So kommen wir der Sache näher. Jetzt kommst du von hier. So. Du kannst rausfahren. Du kannst auch da rausfahren. Du kannst hier rausfahren. Und... Mist aus. So. Okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich hinfahren? Wir sind dort. Wir wollen dorthin. Okay. Randaleleuchte anmachen. Verkehr habe ich schon ausgeschaltet, weil ich kenne mich, oder besser gesagt, ich kenne den Verkehr. Gut. Dann brauchen wir einen kleinen Pflug. Irgendwas, was wir mit dem Unimog ziehen können. Ich denke mal, das werden wir als erstes selber mähen müssen. Und da mache ich zwei Felder draus. Und zwar einmal hier das Feld und einmal hier dieses Handtuch. Aber das sollte nicht das Problem sein. Morgen! Schön, wenn man gleich mit der Ernte anfangen kann. Gut. Warte mal, eigentlich könnte ich doch den normalen Helfer machen, oder? Wenn ich jetzt H drücke, müsste der doch hier wenigstens das Stück machen. Und ich... Total Loks transportet, die Anzeige würde ich gerne loswerden. Kann mir das einer sagen, wie? Muss ich mal rausfinden. Ich gebe dem hier mal schnell die maximale Leistung. So, konfigurieren. Motorausführung. Was hat der? 155 PS? 136? 211 gebe ich dem. So. Hatte ich doch schon die große Ladepritsche gegeben. Freunde, wollt ihr mich beschubsen hier? Lass ich mal durch hier. Autorises Vehicles Only. Ja, ich bin Autoreise. Ich habe nämlich eine Beschwerde. So. Konfigurieren. Und zwar hatte ich den großen gehabt. Ah, für 0 Euro, okay. Also hatte ich ihn doch schon gekauft gehabt. Hier. Wusste es. So.
Ach, jetzt hat er keine Randale mehr. Na gut. Kann ich mit leben. Hi, Johnny. Was ist denn das hier? Lässt du wieder die Hälfte stehen? Ah, das kennen wir ja, wa? Warte mal, dann machen wir das mal schnell. Ah. So. Helfer wurde manuell gestoppt, na davon gehe ich doch mal aus. Ja, und da müssen wir nicht zusehen, dass wir hier hinten den Wald loswerden. Damit wir dort einen Hof aufbauen können. Erstmal ein bisschen Raps, den können wir verkaufen. Ich denke mal, wir werden uns dann wieder bis über beide Ohren verschulden müssen. Und dann kümmern wir uns hier um das Holz. Das gehört uns hier. Weißt du was? Ab jetzt müsstest du ja sehen, dass du jetzt nach hier rüber gehst. Also rück ich jetzt mal H. So. Geh mal shoppen. Forstmaschinen. Was bist du für einer? Ach so, du bist nur ein Skidder. Okay. Ein JCB-Skidder? Okay. Gott. Da fehlt aber was. Da fehlen aber ein paar Maschinen. Ich hatte doch mehr installiert. Ich hatte nämlich ein paar Autolot installiert gehabt. Wobei, wenn ich so einen hier nehme, da brauche ich einen Sattelschlepper für. Der ist wichtig. Oh, jetzt habe ich ja zwei davon. Welcher ist der richtige jetzt? Welcher ist denn jetzt der richtige? Nee, den haben wir immer gehabt. Den kommt an den Trecker ran. Wie viel Leistung brauchen der? 190 PS. Nehmen wir den? Ich probier's. So. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Trecker mit 190 PS. Warte mal. Gab es nicht bei den Forstmaschinen einen Forsttrecker? Den Walter, den hier? Ah, nee, das ist der Rückgeschlepper. Nochmal ein Rückgeschlepper.
Ach, der ist ja gar nicht installiert. Na gut, dann. Was haben wir da gehabt? Valtra, wa? Oh, ist ja teuer. Aber 190 PS, dann brauche ich so einen. Oder ich nehme wieder hier. Mit dem Case habe ich eigentlich richtig gute Erfahrungen gemacht. Das war eigentlich ein richtig schöner Anfangstrecker. Ach, hier ist er ja. Der Forsttrecker, 190 PS. Oh. Nee, nee. Ich nehme wieder meinen Case IH. Wie viel Leistung hast du? Frontanbau. PS. So, Frontanbau und du bekommst Randale leuchten und du bekommst ach, der kann da rein. Warte mal. Stopp, da will ich dich nicht haben. Oh, der hat ja gar keine. Ich brauche nämlich na? Hub. Hubdings vorne. Die sind alle zu klein, wa? Da kriege ich keine 190 PS zusammen. Ja. Kriege ich keine 190 PS zusammen. Fallmäht? Oder wirklich einen Walter nehmen? Rückfahreinrichtung brauche ich eigentlich nicht. Motorausführung. Hier, Frontabbau 3 Punkt. Frontgewicht. Aber ich brauche hier die Hubdings. Q-Serie. Hier, Frontlader. Quicke. Hauer. Sowas brauche ich. Motorausführung. Ja gut, der hat schon 230 PS. Das ist schon mal die Obergrenze. Den könnte ich nehmen. Ich bei 200.000. Ja, das zum Thema, ich beschränke mich auf kleine Leistung. Geht ja gar nicht. Ja, hier sind wir auch bei 200 PS. Wobei eigentlich, ich nehme ein Klaas. Hast du Frontlader? Nein. Tschüss. JCB, 230 PS. 170. 225 PS. 190 PS. Könnte ich eigentlich auch nehmen. Belarus, 150 PS ist zu wenig. New Holland. Ja, so einer. 225 PS. Pass auf. 3 Punkt. Frontlader. Motorausführung. 225 PS. Nehmen wir. Danke. Dann brauche ich noch. Nein. Wo gab es die Ketten? Hier. Kettensäge. Wir arbeiten mit Stil, wa? So. Arbeit beendet. Wieso hat der Anhänger ne? Oder täuscht das? Ja, doch den Aufsatz, wa? Genau. Ich wollte schon sagen, warum ist denn hier so flach? So. Gut.
Bernbach. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier anfangen würde. Nur mal theoretisch. Da siehst du, es klappt doch schon mal gar nicht. So, dann gucken wir mal. Mach mal X. Warte mal. Wie klappe ich das Ding auf? Harvest auf. Ach, mit Y. Ach. Der muss abgestützt werden. Okay. Stellt sich natürlich jetzt die Frage. Ups. Stopp, hat sich noch wer bewegt? Das ist mein Joystick. Das ist der zweite. Ah ja. Das ist der zweite Joystick jetzt. Da passiert gar nichts. Interessant, ich kann mit dem zweiten Joystick. Okay. Das lenken, logisch. Ach so, fahren geht ja nicht. Okay, da würde ich mal behaupten, muss ich beim nächsten Mal die Steuerung auf die Reihe kriegen. Dann können wir nämlich damit anfangen, den Zirkus einzusammeln. Weil ich denke mal, dass ich erst am Wochenende Zeit finden werde, Autodrive zu machen. Ist ja auch noch alles eingefahren. Oh, das wird ein Spaß. Ah, da haben wir uns einiges vorgenommen. Also, Steuerung einstellen. Raps verkaufen. Den Raps hier ernten. Und hier ein bisschen Platz schaffen für einen Hof. Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten für einen Hof? Eigentlich nicht. Meins? Ja. Das ist wirklich meins. Meins sieht nicht so flach. Ich würde sagen, das ist hier der Kalkbruch. Hier kann ich Kalk kaufen. Biogasanlage. Sägewerk. Metallfabrik. Recyclingzentrum. Betonfabrik. Getreidegenossenschaft. Eidex-Logistik. Ah, Lizard. Lizard Logistik, Holz. Okay. Gut. Also würde ich behaupten, haben wir jetzt einiges zu tun. Und ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich werde jetzt noch hier den Raps holen. Muss ich mal gucken, ob wir das alles hier auch richtig schön platt kriegen. Oder ob ich das einfach so lasse. So. Halt. Vorwärts fahren. So. Einmal H. Genau. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem,
Ich freue mich auf die neue Staffel. See you later.